Ja, servus und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Benedikt Hausler und wir werden im nächsten Schritt ein Depot eröffnen, ein Edelmetall-Depot. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben uns kostenlos registriert. Sie haben die Registrierung bestätigt und können sich jetzt einloggen. Was Sie hier sehen, ist Ihre persönliche Benutzeroberfläche. Unten links sehen Sie Ihren Bestand an Gold. Ist natürlich jetzt am Anfang noch bei Null und Ihren Bestand an Silber. Das heißt, über diese Benutzeroberfläche werden Sie im Laufe der Zeit einfach die Übersicht haben, wie viel Gold, Silber, später kann noch für die Profis Palladium oder Platin dazukommen, wie viel haben Sie da aktuell. Hier unten sehen Sie einfach zur Information die verschiedenen Zahlungsmethoden, unten auch Bestätigung, dass diese Seite verschlüsselt ist und auch von Trusted Shops zertifiziert ist. So, wir eröffnen jetzt ein Depot. Das Depot ist wie ein Aktiendepot, das muss man einfach einmal hier öffnen, damit wir loslegen können. Ja. Jetzt sind wir da. So. Depot eröffnen geht eigentlich ganz einfach, indem wir unten auf den blanken Knopf drücken. Ich will aber kurz ein, zwei Sachen sagen. Ganz oben sehen Sie ab 100 Euro monatlich veränderbar. Das sind die Grundeinstellungen, wie die einfach eingestellt sind. Bedeutet aber auch, Sie können im Nachhinein, wenn das Depot eröffnet ist, vollkommen entscheiden, wie viel Sie monatlich sparen wollen. Monatlich sparen macht Sinn aufgrund der Cost-Average-Strategie, weil Sie dann im Laufe der Zeit eine Durchschnittspreisbildung haben. Also ist ein Vorteil für Sie. Wenn Sie aber sagen, ich will jetzt einfach mal einen großen Teil meines Vermögens, meiner Ersparnisse in Gold und Silber investieren und monatlich aber nichts machen, können wir das im Nachhinein alles einstellen. Agio, die Setup-Fee. Das ist einfach die Einrichtungsgebühr, damit Sie einen, damit alles funktioniert, damit Sie auch den Support haben. Und wichtig für Sie zu wissen, egal wie viel Edelmetalle Sie vorhaben, ja, zu kaufen, diese Einrichtungsgebühr ist einmalig und unabhängig von dem, wie viel Sie investieren. Also vor allem, wenn wir darüber überlegen, dass wir ja unsere Edelmetallbestände kontinuierlich aufbauen, ist das eine super Sache, denn je größer Ihre Bestände wären, desto kleiner wird diese Setup-Fee im Schnitt auf die angelegte Summe. Das heißt, wir haben ein Interesse, auch Ware aufzubauen. Unten sehen Sie einfach noch den Grammpreis von Gold aktuell.